Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles mit den drei Verrückten, denn mit Jack Fleischhammer, Wodan und dem, der da redet, das ist der Minjas. Hallo Minjas. Leider sind wir nur zu dritt schon in den ganzen Aufnahmen. Erklär mal, Jackie, wie das jetzt gekommen ist, dass du nicht mehr willst, dass... Der Spielkaiser mitmacht? Kann man ja verstehen, oder nicht? Er hält sich an keinen. Darf ja wohl keine Erklärung, oder? Na, ist aber klar, hat schon ein bisschen genervt. Ja. Ja, wir sind auch alle ganz froh. Sind wir schon in Aufnahme? Also ich mag den nicht. Sind wir schon in Aufnahme? Ja, wir haben. Ach, wir nehmen schon auf. Hallo Zuschauer! Schade, dass Spielekaiser nicht dabei sein kann. Mann, dass er auch immer so viel so tut. Ja, und der war auch immer so netter. Netter. Nee, jetzt mal ernsthaft, jetzt mal Schluss jetzt. Also Beef haben nur Fleisch, aber nicht. Nein. Ja, wir sind, wir werden wahrscheinlich die nächsten vier Folgen, werden wir ohne Spielekaiser spielen müssen, weil der Arsch ist im Urlaub. Der Arsch? Der sonnt sich in der Sonne und aalt sich im Sand und ich bin hungrig. Nee, Spielekaiser ist im Urlaub und lässt sich's gut gehen und das sei ihm auch natürlich gegönnt, denn sind wir alle so ein bisschen neidisch, ne? Schön ein bisschen auf Malle. Ist der wirklich im Malle? Nee, zusammen? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht. Du hast keine Ahnung, okay. Nee, seit wann habe ich denn Ahnung? Ja, das war. Ich meine, ich habe mich immer so durchgemogelt mit möglichst interessanten Sidekicks wie Wodan oder Jack Fleischhammer und dann war das zum Erfolg geführt. Das allerdings sehr nett jetzt gerade auch. Man kann auch mal schmeicheln. Ja, das genau. Stimmt. Lass uns kurz zusammenfassen. Wir werden die nächsten vier Folgen ohne den Spielekaiser aufnehmen. Und da wir jetzt nicht so viel, sagen wir mal, Sachen zeigen wollen, letztes Mal war ja ein Drachen zu sehen, war Jack Fleischhammer so ansatzweise, ein Bossgegner ist in dieser Welt. Außerdem gibt es noch sehr, sehr viel zu entdecken. Haben wir uns gedacht, wir bauen ein bisschen die Basis aus. Außerdem haben wir uns gedacht, Conan Exile, der Hype lässt so langsam nach. Also wir wollen möglichst viel euch auch zeigen und nicht die ganze Zeit nur farmen oder sowas in der Art. Deswegen haben wir mal die. Den Loot höher gestellt, beziehungsweise die Ressourcen, die man sammelt, sind höher gestellt worden. Und was haben wir noch höher gestellt? Die Crafting-Zeit haben wir höher gestellt. Richtig, ja. XP bin ich mir jetzt gerade unsicher. Also wir haben alles ein bisschen erhöht, um einfach schnelleren Fortschritt zu haben. Was wir machen wollen in diesen Folgen, ist ein bisschen hier die Basis ausbauen, damit wir halt Sachen machen, ein bisschen Fortschritt zeigen, aber halt nicht Sachen, die der Spielekaiser mit Sicherheit gerne miterleben möchte. Deswegen würden wir uns an der Basis gütlich tun. 3 Minuten locker, die du jetzt monologtechnisch abgerissen wie hast. Wie immer. Wann redet Minja nicht auch viel? Hast du in der Zwischenzeit auch was gemacht? Nee, ich bin rumgelaufen. Ja, das ist Minecraft-Syndrom. Okay, ja. Nö. Dann, Also ist Stehvermögen, hier, haut den, stimmt, durch den der heute. Okay, wo dann? Hast du mal probiert? Wen denn? Kannst du? Haut den? Kannst du deine Haut dehnen? Wie soll ich denn hauen? Ich dehne jetzt meine Haut. Deine dicke Haut dehnen. Oft, wir haben uns beschwert, dass wir nur dicke Haut haben und damit man dicke Haut in dünne Haut wandeln kann, kam ganz oft in den Kommentaren, muss man den Gerber lernen. Und den schalte ich jetzt mal frei. Haut den, ja, hab ich. 100 so. Mal. Then do it. With everything, ja. Wir brauchen die. Und somit haben wir ein Rezept für dünne Haut und ich stelle alle 142 her. Oh, das geht aber schön schnell. Nice, tut sehr, sehr nice. Ja, es geht schnell. Ich habe jetzt auch meine nächsten Punkte in Dragen investiert. Es wird schon wieder dunkel, gell? Sag mal, die Crafting Time hatten wir doch erhöht. Ja. Nicht? Ja. Nicht erhöht, sondern... Verkürzt. Verkürzt, ja. Verschnellert. Verschnarcht. Verschnarcht. Naja, die... Mensch, das andere Zeug. Das ist Alkohol. Ich packe jetzt mal die Tierhäute in die... Nichtsdestotrotz brauchen wir Sachen noch. Und es dauert trotzdem voll lange hier. Wow, ja, wenn du natürlich 200 Dickhäute erstmal dehnst, ne? Dehnst. Ja. Guck mal, was ich mit meiner Vorhaut gemacht habe. Ich hab sie gedehnt. Ich wusste es. Das musste kommen. Das musste ja so sein. So, okay, dann gehe ich jetzt auf der Suche. Nee, auf die Suche nach. Ja, ist ja auch dunkel, ne? Ist deine Zeit. Das ist meine Zeit. Das würde meine Mutter jetzt sagen. Mehr Leather erforderlich. Touché. Dieses Denglisch, was teilweise im Spiel auftaucht, ist echt schwierig. Mehr Leather erforderlich? Ja, ja. Wir brauchen Rinde. Ich besorg mal Rinde, damit wir die Haut gerben können. Ne? Würde ich jetzt mal als erstes machen. Und dann sollte man alles auspacken. Okay, dann... Naja, ich lasse jetzt mein Stuff hier. Die Rinde. Nutzt es was und nicht mit der Pickaxe auf den Baum einschlagen? Das war ja irgendwo mal so. Ja, doch, Pickaxe muss...
mehr, dann mehr kommt, Gewinde. Kommt Gerinde raus, ja. Dann jedenfalls grinden wir. Ab und an, Mel. Hallo? Ah, da war irgendein stimmt. Tier. Wir haben ja Feinde hier auch eingestellt in den Surfer. Wo seid ihr? Seid ihr südlich raus? Kommt noch eine. Fahnentor oder wo seid ihr raus? Fahnentor und dann links, genau. Okay. Oh, das ist gut. Fahnentor und dann links, ja, das will ich. Hier, warte mal. Rinde. Ach, Quatsch. Nein! Was denn? Ich hab doch ein Messer. Achso, du bist schon dabei. Alles gut. Du hast ein Messer? Ja, ich hab ein Messer. Ach, wir haben den Ressourcen-Spawn haben wir höher gestellt. Es ist jetzt die Frage, ob es auch für Tiere gilt, die in dem Sinne Grundressourcen bieten. Oh, letztes Mal waren es 8. Mal gucken, ob jetzt 16 kommen. Könnte sein. Hör irgendwas? Nee. Okay, ich hatte nur sagen. Nein, Minias vielleicht. Wie weit hab ich denn jetzt? Mega viel Holz, aber das, Holz umwandeln in Stöcker gibt's hier nicht. Nee, genau. Das wäre auch noch was, ne? Mit als Schreiner oder gibt, so. Da gibt's eine Mod. Ja? Ja, ich glaube, da gibt's eine Mod. Hätten wir einbauen können. Brauch nur noch einen Branch hier. Branch. Der Server von Nitrado ist für sowas auch geeignet, Mods einzustellen. Server von Nitrado, denn Nitrado sind. Nein. Na komm, ist ruhig, nicht? Das klang zu. Nitrado.com! Aber muss eins sagen, der Server läuft auf jeden Fall besser als die 7 Days to Die Server. Absolut, ja. Aber ist klar, es liegt da wahrscheinlich. Was war das denn? War's nicht, schwör's. Habt ihr die Geräusche gehört? Nein. Nee. Hat's gemacht. Das nennt sich Kuh. Ja. 60 Kühe. Fahr dich ganz offen. Erkläre. Ich möchte in dieser Folge auch offiziell mal nicht nur offline ein Lob loswerden an Wodan. Was? Der wirklich was? Klasse Thumbnails für die kommenden Folgen macht. Oh, da ist Knut irgendwas. Du bist ja ein alter Schleimstück, ja. Ich freue mich. Nee, auch. Schaut euch mal bewusst bitte. Ah, da ja wirklich schöne. Ja. Mal die Thumbnails von Wodan seinen kommenden Folgen an. Muss ich wirklich mal loswerden. Sieht richtig gut aus. Kannst du gleich umwandeln, denn jetzt. Seit du mit Affinity-Foto arbeitest. Ja, GIMP war ein bisschen schwierig zu machen. Ja, das muss man schon sagen, ja. Aber den Schritt dann zu machen von GIMP auf Ding war auch schwierig. Also, ein paar Stunden gedauert. da reinzukommen. Sich einzuarbeiten? Ja, das. Weil, wenn du es jetzt. Halbes Jahr, ich habe Fleischer mal es mir damals erklärt mit GIMP. Mhm. Was man so machen kann praktisch. Genau, und dann. Hast du ja gesagt, nee, das wäre mir viel zu umständlich, da ist nur ein Tastendruck und dann, aber kommt mal drauf an, wie man sieht, ne? Wenn du jetzt dich so einarbeitest mit GIMP, dann ist es wieder umständlich, von GIMP auf Affinity zu wechseln und dann. Ja, gut, Affinity. Ja, klar, man muss halt einfach den Punkt erreichen, wo du denn. Wo du Chance voll machst denn, ja. Naja, es ist ja eine. Diese Umgewöhnung ist klar, alles, was man nicht kennt, braucht immer ein bisschen länger. Aber dieser. Oh, was war das? Kommt der das hat kurz geknurrt, der will zu dir. So? Da, nee, da. Der will nicht zu mir. Will ich machen? Ey, sag mal, schieb mich nicht, du Arsch. Ruhig bleiben. Pickaxe, nee, die Umgewöhnung braucht natürlich schon. Wollen wir noch ein Nashorn? Nee, ich bin nicht fit. Interesse ich hab nur ein Viertel Energie. Nashorn? Nee, Interesse an Nashorn? Nein, weniger. Ich glaube, das wird sich nicht vermeiden lassen. Warte, ich komm gleich zurück, dann helfe ich. Moment. Muss ein bisschen Fleisch ablegen, das ist doch jetzt ein bisschen viel hier. Kann ich denn das nicht helfen? Aber ich bin voll. Ich bin weg. Ja. Bleib da, du schaffst das schon. Nee, die Umgewöhnungsphase ist natürlich Arbeit und das ist klar, wenn man sich an was gewöhnt hat, dauert es umso länger, aber langfristig hast du einfach mehr Möglichkeit mit Photoshop oder. Also man spart immens viel Zeit Foto. Auch. Und Affinity Photo kostet irgendwie ein Fuffi und. Oh, kostet Fuffi, es kostet Geld. Tut mir leid, ich kann es. Kostet Geld, genau. Affinity Photo ist ein neue Fotobearbeitungssoftware, die rausgekommen ist ungefähr vor ein paar Monaten. 2-3 Monaten. Darf ich kurz mal ran? Ja, klar. Und die kostet. Ich hab mich damals aber zu Beta, glaub, angemeldet. Da gab's ja irgendwann mal was. Da konntest du die Beta ausprobieren, genau. Und dann konntest du es kaufen für 39 Euro. Mhm. Das war so ein Sonderangebot. Und hier ist immer noch mega viel Digitalität drin, ne? Ja, ich nehm's. Ich wollte es nur sagen. Oh, total gestresst. Umgewandelt werden. Hallo? Da ist noch Digitalität drin. Do it. Man muss sich nur alles alleine machen hier. Oh, es ist endlich wieder Tag. Meine Torch kaputt. Hallo? Reparier the shit. Okay, wir sind uns nicht dran gewöhnt. Wir sind noch ein bisschen im Duktus von Black Wake. Ja. Black Wake. Haben die meisten wahrscheinlich nur von euch jetzt im Stream gesehen. Also lustig. Sehr lustiges Spiel, kann man wirklich nur empfehlen. So lustig, ja, das stimmt. Ein Piratenspiel. Hat jemand noch Holz über? Ja, Moment. Wohin? Macht mal in die
In die Geschichte hier? Ja, mal. Meinst in die Kamnas Branch? Und kannst du da aus Holz mache ich die Bogenholz oder so. Das brauchen wir später zum Bauen. Geht das denn jetzt auch schneller oder geht es nur schneller bei Sachen? Ja, gefühlt, weiß ich nicht. Muss ich mal... So, ich habe reingefüllt. Ja, die Dings sind ja schon fertig. Jo. Schwer zu sagen. Ganz ehrlich, schwer zu sagen. Ich droppe jetzt mal das ganze Fleisch, das brauchen wir noch alles gar nicht. Ich habe auch Rinde, fällt mir gerade ein, die ich in die... Geben. Wollen wir nicht noch eine zweite Gerberei machen? Okay. Noch eine? Ja, das dauert einfach... ich kümmere mich um die Gerberei. Verflucht. Würde mich um die Gerberei kümmern und noch... Ach nee, wisst ihr was? Wir brauchen noch was. Wir brauchen diesen komischen großen... Darum kümmere ich mich. Den großen... Unbekannt. Den großen... Wo ist denn die Gerberei? Penis? Grill? Penis? Ja, du hast eben irgendwie sowas gesagt. Hat mich gerade irgendwie ein bisschen erschreckt. Ja. Den großen... 25 Science. Überlebenskünstler? Nee, was kann man da lernen? Lagerfeuer ist Quatsch. Wo ist denn das fucking Ding? Fucking. Also Rinde brauchen wir immer, oder? So eine Art Grill, oder was ist das hier? Feuerstation, Essenszubereitungs... Mechanismus. Küche. Meine Fresse. Entschuldige mich an dieser Stelle ganz offiziell bei dem Verhalten von Fleischhammer. Ja, du kannst entschuldige mal bitte bei dem Verhalten von Fleischhammer. Von dem. Ihr wisst, was ich meine. Man muss es uns nachsagen. Wir hatten gestern einen langen Stream, der sehr schön war, wie ich finde übrigens. Absolut. Kosten einmal. Ich will es einmal kosten. Dann kann ich wollte 240 Steine. Haben wir noch Stein? Hat jemand Stein gesehen? Verfügbar. Steine haben wir, ja. Ja, wo? Juhu! Einmal vor der Hütte in der kleinen Truhe und in der Hütte in den Schmiede, glaube ich. Habe ich welche reingehauen? Iron Reinforcements und Twine. 25. Ich hole nochmal. Twine. Das ist jetzt schon wieder Englisch, oder was? Leck mich doch am Arsch. Hier sind auch noch Hides übrigens. Unfassbar. Viele sogar. Aber ich glaube, die habe ich extra. Oh, Nashorn! Leichte Handschuhe. Leder, hier ist auch noch ein bisschen. Ich finde es sehr schade, dass nicht mehr in unserer Base Sachen spawnen, ne? Findest du? Ja. Einloggen. Naja, Gegnern meine ich jetzt weniger, sondern. Schwierig. Nicht so ein Assi-Elefant, sondern ich meine mehr so Assi-Stein. Das waren alles Assi-Elefanten, die. Ja, der erste hat uns echt gut zu schaffen gemacht. Das war doch auch einer der schwersten. Dann. So, 35. Oh Gott, der hat dann auch gelevelt mit uns. Hat sich gefreut. Stein. Langt. Der hat auch gelevelt. So, ich crafte jetzt eine Gerberei. Warte, wir brauchen noch eine zweite Gerberei. Ja, mach ich doch gerade. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Entschuldigt bitte. Kannst du dich mal konzentrieren? Ding hier. Ich bin konzentriert. Okay, ich bin wieder da. Wach! Werkbank des Schmieds. Oh, kann ich schnell machen. Das ist ja super. Mach noch eine Werkbank. Und wir brauchen irgendwo Kohle. Haben wir irgendwo noch Kohle rumliegen? Kohle ist schwierig. Ist ganz selten. Ach nee, draußen noch irgendwo bestimmt, ne? Ja. Kann ich mal kurz. Ich brauche nochmal ganz schnell Holz. Lass mir mal. Ja. Schnell. Kann ich auch droppen. Wo brauchst du die? Nee, alles klar. Hab ich. Danke. Geht. Wir brauchen unbedingt Kohle sogar. Braucht jemand noch Bark? Kann mal jemand den Boden für die Schmiede erweitern, dass ich nebendran noch eine zweite setze? Oder setze ich die links hin? Kann man die links davor setzen? Ich probier's mal. Du meinst nicht die Schmiede, sondern die... Die Gerberei, Entschuldigung. Ich würde die gerne so setzen, dass wir an beide ran können. Ich glaube, die ist ein bisschen breit. Sandsteindecke. Kann jemand hier noch Sandsteindecken? Genau. Könnte mal was probieren. Ich habe Stein genügend da, also müsste reichen. 5 Foot? Mehr kostet nicht. Jackie? Hä? Ah? Was soll ich machen? Okay. Ich dachte, Wodan kümmert sich um dich. Entschuldigung, bitte. Was soll ich machen? Nee, ich mach schon. Ist alles gut. Ich muss mal alles alleine. Ich hab nichts. Hast du? Brauch. Ja, hab ich. Ich hab nichts. Geh weg. So, nochmal. Bark. Irgendjemand? Hier? Nee? So. Brauchen noch immer weniger Steine in unserer Hütte hier, ne? Ja, ich geh nochmal gleich los. Mach mich kurz leer hier. Mach dich mal frisch und oben. Weil, wenn man steifes Brieschen. Jo, ihr Lundratten, du. Steife Brise hier. Ja, das hör ich auf, gell, du kommst nicht raus. Ihr Lundratten, du. Oh, shit. Bullarum. Nee, so ist auch blöd. Fand der Ami vorhin nicht so lustig. Nicht? Der war Mods im Spiel drin und ich so, oh, we can drunk again singing. Und er so, yeah, yeah.
Wieso ja. nicht, Mann? Das ist doch genau ist, darum. Jackie hatte auch gestern, hat er auch Spaß gehabt mit. So, ich hab's Wir hatten auch so jemanden, ja, der sagt, ja, dude, shut the fuck up. Dude, shut the fuck up. Das ist immer so gleich alle ernst. Das ist bescheuert, ein Spiel, ja. weißt du, oder? Ja, eben. Vor allen Dingen, es ist so ein Spiel. Hallo? Hallo? Ihr müsst aber schon ein bisschen die Zuschauer aufklären. Wir reden über... Achso, stimmt. Black Wake? Black Water? Wake. Black Wake, Black ja. Wake. Das ist Black so ein Piratenspiel. Ich will immer Black Water sagen, wenn du denkst automatisch an das. Und wir haben das gestern gespielt im Stream. Auch sehr lange. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und ja. Und wir wurden... Es gab Leute, die hatten keinen Humor. Es gab Leute, die haben... Ja, genau, die hatten keinen Humor. Was war das denn? So, ich habe die zweite Gerbe jetzt eben dran gesetzt. Ich besorge nochmal Stein. So, wir müssen ja eh Stein besorgen, oder? Um die Basis mal ein bisschen auszumachen. Moment, welche Richtung? Ja, ein bisschen Stein brauchen wir noch. Ja, wir also brauchen viel mehr. Sie? Oh, was? Ich mach's hier rein. Ich mach's hier rein, was ich schon mal habe. Mach nicht in die Kiste, das ist unangenehm. Mach in die Kiste. Okay. 200 Stein. Ist ja nichts. Nee. Ja, du nimmst immer die Summe und dann durch 4. Ist ja nichts. So, wo ist denn hier ist der Ausgang? Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt bis zur Felswand hier. Guck mal hier. Wir machen so eine schöne hier. Das ist gut. Jackie, good. Ganz kurz, Jackie. Ja? Ganz kurz. Ich würde gerne von der Hütte das hier verlängern bis zur Felswand. Wie meinst du? Das da oben? Ja, diesen Überhang hier, die Dinge. Aber nicht, wollen wir das nicht oben machen? Hm? Pass auf, klar. Ja, oben, natürlich. Ja, ich habe eine gute Idee. Kümmere mich drum. Ich bin zu voll. Moment, ehrlich jetzt? Seid ihr? Die haben abgelegt. Ich habe 4 Säulen, stelle ich jetzt her. Ich habe übrigens noch einen Huntingbau über, wenn jemand will. Bei Interesse. Mal. Nur jetzt Doch. Mal. Nur mal so. Ich habe nämlich Jackie. Noch eine zweite Schmiede. Was ist denn? Ich habe keinen. Achso, du fragst keinen Stein? Nee, genau. Du hast gesagt, du kümmerst dich. Ja, ich kümmere mich. Aber, ich habe hier Stein. Später. Dann tu. Ich habe mich gekümmert. Ja, dann. Ich nehme den Stein raus und mache das, was Jackie machen Kontakt wollte. Ich kümmere jetzt hier okay, nein. So. Also gerade bei Jackie, du kannst dich auch nicht verlassen. Okay. Ohne Spielkreise geht halt nichts. Nee, wenn Spielkreise fehlt auch so ein Deswegen, bisschen die Disziplin. Dieser der harte um diesen Eindruck loszuwerden, möchten wir ihn loswerden. Was? Meine Beine, was? Dein Ernst? Ist? Nein, natürlich nicht. Nee. Ohne Spielekaiser gehe ich nirgendwo hin. Okay, auf Klo würde ich gehen. Belastung mache ich mal drin, ne? Da kann ich ein bisschen mehr tragen hier. Ja, das ist eine gute Idee. So. Hier gab es mal Kohle. Hat jemand schon weggeholt? Kann ich denn die Dings nicht auswählen? Kann man das jemand erklären? 8. Ah, jetzt. Ist krass. Okay, da. Die Position ist zu tief unter dem Boden. Wieso geht denn da nichts dran? Wieso komme ich denn hier zum Beispiel nicht dran? Du. Oh. Hier noch Kohle? Du hoch grad. Wo bist du rausgegangen? Nicht, ah ja, da, hier gibt's cool. Also pass auf, Flaggen raus. Oh Gott. Nee, dass ich nicht da auch hinkomme, sondern ist ja, macht ja keinen Sinn. Wenn wir. Doch, hier gibt's ja noch Kohle. Hier hab ich auch Kohle. Ja, dann, Verteilt euch! Wird schon alt, gut. Jetzt kann ich viel mehr tragen, gleich viel besser. Ah, Elefant. Alles klar. Der wird mir ja nichts tun. Nein, der Elefant tut nicht. Nein. Der will nur spielen. Nein. Er spielt doch nur. Der will doch nur spielen. Hier habe ich jetzt die Ansicht. A, V, C. Nein, reinscrollen. Ach ja. Übrigens, eine Tänzerin ist der Entertainer, die uns den Buff wegnehmen würde, falls wir in eine Höhle gehen, die uns schadet und uns negative. Ah! Kui, okay. Kui, ja. Friendly Barbarian. Friendly okay. Barbarian. Ist eine Tänzerin. Wir müssen praktisch eine Tänzerin finden. Oder ein Tänzer, ich weiß nicht, ob es auch Tänzer gibt. Doch, Tänzer, ja, doch. Es gibt übrigens jetzt witzige Mods für Korn. Ja? Mhm. Zum Schreien? Witzig? Oder? War es Sarkasmus? Komisch. Ich sag mal so, es hängt dann bis auf den Boden. Oh, ist denn okay. Ernst? Mhm. Keine Mats für uns, gut. Ja. Bei den Frauen siehst du aus wie Dolly Buster so. Alter. Es gibt heute auch.
bisschen schwierig. Ja, es ist ein Erwachsenenspiel und erwachsene Leute machen eigentlich erwachsene Mods, ne? Ist ja auch realistisch. Jetzt ist viel gut. Erwachsene Leute machen erwachsene Mods. Falsch. So. Ach, jetzt ist da dran. Oh Mann. Die Tierhäute sind noch nicht gecraftet, ne? Das dauert immer noch. Nicht genug noch? Ressourcen? Ja, ja. 200 wie nicht sind genügend Ressourcen? Meine ganze Taschen sind voll. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ach, jetzt fehlt Holz. Das Gefühl nicht los. Hier stimmt was nicht. Da drüben ist voll viel Kohle. Warum sagt ein Fleischer mal nichts? Wieso haben wir kein Holz? Und ich probiere das mit der Kohle zu klären. Kohle, Kohle, Kohle. Normalerweise. Also Fleisch haben wir genug, schmeiß ich weg, oder? Was haben wir? Fleisch haben wir genug? Ja, Fleisch haben wir genug. Fleisch haben wir genug. Fleisch haben wir genug? Verstehst du? Ja, ich verstehe. Das ist ein witziger witzig. Wortwitz. Das ist ja auch wahnwitzig. Wahnsinnige, wahnwitzige Wortwitze? Benutzen. Oh, brauchen wir was trinken? Müssen wir was trinken? Ach, shit. Ich muss nach vorne laufen zum Trinken, aber es geht nicht. Kann nicht mehr laufen. Ablegen? Ich kann wieder laufen. Ich kann nicht laufen. Und da kommt ein Rhino. Ja, ich gucke mal, dass ich in roten Bereich bin und dann aufhöre. Jetzt zurückrenne. Mhm. Na gut, ich habe jetzt zwischendurch, also wenn wir. Oh Gott. Ich bringe einen Elefant mit. Kannst du beiden, ne? Oh Gott! Ich höre ihn! Bom, 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 bom. Der hat sich auch wirklich nur ganz so, nur so leicht nach links drehen müssen. Zum Horn! So. Nein, immer noch nicht. Okay. Wir werden angegriffen. Was sind jetzt hier mit dem Elefanten? Jetzt vereint die Barbarenstämme. Wo seid ihr überhaupt hin? Ich bin gespannt, ob ich den alleine durchkriege. Ganz kleinen Moment mal eben. Machen wir das in der Folge noch? Machen wir eine Folge noch. Oh nein. Oh nein. Ich sehe ihn. Ich will auch rein. Lass mich durch, Digga. Hast du ihn? Nee? Ja, der ist gleich tot. Der ist tatsächlich gleich tot. Ich hacke mir den Hintern. Meine Fresse. Du kommst hier rein, mein Freund. Benjamin. Benjamin. Ich hab keine Ausdauer, warte. Oh, hier ist gut. Oh, hier, der macht hier was kaputt. Sag mal, macht der das kaputt? Geht der auch kaputt? Der Arsch. Oh, der schlitzt aber schon hier. Ich schlitze ihm den Wanst auf. Ist der dunkelgrau oder so? Das gibt ich rede ingame. Weil, wie hab ich das gemacht? Komischerweise ja nicht. Null Ausdauer. Sag mal, wie stabil ist denn das Vieh? Ja, voll. Wie feiner Hike überhaupt noch? Haben wir auch die, ja? Wieso leben die Tiere? Wieso leben die Tiere so lange? Doch vielfach, oder? Was ist das? Ist der Immortal oder was? Ich kann nicht sein. Vielleicht, ob es daran liegt, dass wir hier eben. Wow. Oh, die Mauer ist kaputt. Hab ich jetzt nicht gerechnet. Wo ist denn der? Yes! Oh, es liegt auf mir! Hol mich raus! You're caring too much. Zieh mich raus! Hilf mir! Das ist gut. Oh Gott. Okay, er ist durchgebrochen. Ich hab Fundamente. Warte. Warte. Schon mal ein Fundament, dann können wir auch noch. Hier, so. Warte, 7. Hier. Nee, da, so. Da können wir auch mal rausgucken. So. Das wird ja drumherum gebaut. Der Schlüssel steckt ja durchs Loch. So, okay, ich mach den weg oder was? Nehmen wir ihn auseinander. Ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge voller Schmerz und wir werden es hinkriegen. Und, in der nächsten Folge seht ihr den weiteren Ausbau der Basis und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr Meinungen dazu habt, wie wir jetzt gerade vorgehen, mehr Loot, mehr zeigen und so weiter, dann schreibt es in die Kommentare, lasst uns einen Daumen nach oben da und schaut vor allen Dingen auch mal bei Jack Fleischhammer und Wodan vorbei, würde mich sehr freuen. Im Sinne, bis zur nächsten Folge von Conan Exiles. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.